Moin zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kurz und Knackig. Ja, unsere Kiezkicker haben am vergangenen Wochenende also wieder einen echten Frühstart hingelegt. Früh mit 1:0 Bayern Regensburg in Führung gegangen, das zweite hinterhergelegt und glücklicherweise haben unsere Jungs dann auch dieses 3:2 über die Zeit bekommen und drei ganz wichtige Punkte haben wir dann mit nach Hamburg genommen. Und die Highlights von dieser Partie, die schauen wir uns jetzt doch mal ganz in Ruhe an. Unsere Braun-Weißen legten furios los und gingen bereits nach 7 Minuten mit 1:0 in Führung. Leert Paccaradas Flanke fand Etienne Amenido im Zentrum, der den Ball gekonnt mit der Brust annahm und dann eiskalt einschob. Nur 4 Zeigerumdrehungen später war wieder Amenido beteiligt, der hier von Jahns Keeper Meier zu Fall gebracht wurde. Den Strafstoß verwandelte Guido Burgstaller sicher, das 2:0 für unsere Kiezkicker und der 16. Saisontreffer von unserem Angreifer. Doch in der zweiten Hälfte kam der Jahn in die Spur. Nach einer Ecke hält Max Besuschkow einfach mal drauf, Andreas Albers kommt mit einem tiefen Flugkopfball an das Leder heran und trifft so zum 1:2 Anschlusstreffer in der 56. Minute. Aber 10 Minuten später fanden unsere Jungs die richtige Antwort. Und wie? Ein herrlich herausgespielter Treffer über Kofi Kjere, Burgstaller und am Ende wieder Kjere sorgte für das viel umjubelte 3:1. Eine knappe Viertelstunde vor dem Ende kamen die Gastgeber aber durch das Tor von David Otto noch einmal heran und stellten auf 2:3. Dabei blieb es aber auch und unsere Kiezkicker nahmen die 3 Punkte mit nach Hamburg. Ja, und für unsere Kiezkicker geht es dann am Sonntag also mit dem Heimspiel gegen Hannover 96 weiter. Am Millerntor ist dann um 13.30 Uhr Anstoß und die Hannoveraner stehen etwas weiter unten in der Tabelle, aber trotzdem ein kleines Ausrufezeichen gesetzt. Jetzt in der letzten Partie vor heimischer Kulisse gegen den SV Darmstadt, die ja noch vorher Tabellenführer waren, stand es lange 2:1 für Hannover, dann am Ende 2:2. Das Hinspiel, das haben wir in Hannover leider ganz knapp mit 1:0 verloren. Deswegen wollen wir es jetzt im Heimspiel natürlich logischerweise besser machen. Und wie Hannover aktuell drauf ist, das schauen wir uns jetzt an. Obwohl die Niedersachsen aus Hannover in der unteren Tabellenhälfte auf Platz 13 zu finden sind, trotzten sie am vergangenen Spieltag Tabellenführer Darmstadt ein 2:2 ab. Zwar gingen die Gäste zunächst durch ein Eigentor von 96 Sebastian Stolze in Führung, glichen die Roten durch Cedric Teuchert allerdings noch vor der Pause aus. Im zweiten Durchgang drehten die Hannoveraner dann nach 50 Minuten sogar die Partie und gingen mit 2:1 in Führung. Ein Kopfball von Julian Börner nach einer Ecke von Sebastian Kerk fand den Weg ins Tor. Kerk, der auch schon Teucherts Treffer vorbereitete, ist das Prunkstück in der 96-11 und ist mit 9 Scorerpunkten bester Spieler bei den Niedersachsen. Am Ende musste sich das Team von Trainer Christoph Dabrowski aber mit einem 2:2 begnügen, da Aaron Seidels Treffer doch zählte. Dennoch setzten die Hannoveraner ein starkes Ausrufezeichen. Ja, keine leichte Aufgabe für unsere Jungs da am Sonntag und auf das Spiel bereiten sich die Kiezkicker natürlich intensiv vor. Die besten Trainingsimpressionen gibt es wie immer jetzt. Ja, nicht nur auf dem Platz waren unsere Jungs richtig fleißig, sondern auch unser E-Football-Team an der Konsole. Und die weiteren Themen, die seht ihr jetzt im Überblick.
Die Spannung bleibt in der virtuellen Bundesliga. Unsere E-Kiez-Kicker haben mit den 5:2 und 6:3 Siegen gegen Holstein Kiel und Hannover 96 wieder Plätze in der Tabelle gut gemacht und befinden sich nun vorerst auf Rang 3. Starke Leistung. Wir haben wieder reingeluschert und uns mit Youngster Marcel Beifuß unterhalten. Wie einfach die Eingewöhnung für ihn in seinem neuen Umfeld war und welchen passionierten Sport seine Verwandtschaft nachging, lest ihr in der neuen Viva zum Heimspiel gegen Hannover, digital als PDF abrufbar. Früh übt sich. Im Videoporträt erzählt uns Maximilian Dittgen, wie er im zarten Alter von 3 Jahren zum Vereinsfußball kam und was für den zweifachen Vater Familie bedeutet. Das ganze Video findet ihr unter dem Link in unserer Beschreibung. Wir gehen auf sicher und das mit 100% Naturkautschuk-Latex, CO2-neutral und sogar vegan. Das sind unsere St. Pauli-Kondome. Über den Link in der Videobeschreibung gelangt ihr direkt zum Fanshop. Wichtiger Heimsieg für unsere U23. Das Team von Cheftrainer Joachim Filipkowski hat das Derby gegen Altona 93 mit 1:0 gewonnen. Den Treffer des Tages erzielte Franz Roggo mit einem satten Linksschuss in der 23. Minute. Glückwunsch zum Heimerfolg! Auch die U19 hat wichtige 3 Punkte eingefahren. Beim 2:1 Heimsieg gegen den 1. FC Magdeburg traf zunächst Welsten Fasia in der 8. Minute. Nach 77 Zeigerumdrehungen erhöhte Remo Merke für die Braun-Weißen. Am Ende hieß es 2:1. Starke Leistung, Jungs. Wir waren mit unserem Linksverteidiger Lead Paccarada unterwegs und haben ihn mit der Videokamera ein wenig begleitet. Das ganze Porträt über Paka seht ihr in der kommenden Woche in voller Länge auf unserem YouTube-Kanal. Also, seid gespannt. Ja, das war's wieder mit einer Folge kurz und knackig. Ich hoffe natürlich, dass sie euch wie immer gefallen hat. Und wir drücken dann für das Spiel am Sonntag ganz fest die Daumen. Keine Sorge, ich setze mich hier jetzt nicht zur Ruhe, sondern in der nächsten Woche geht's dann natürlich mit freshen Impressionen dann weiter. In diesem Sinne, Forza St. Pauli.